Hallihallo ihr Lieben, seid ihr auch Schnäppchenjäger? Dann seid ihr in diesem Video ganz besonders gut aufgehoben. Ich werde zwischendurch immer mal noch meine Stimme erheben, allerdings nur zu Informationszwecken. Und ganz am Ende des Videos ist nochmal ein Hinweis auf eine ganz besondere Neuigkeit hergestellt von Stampin' Up für seine Kunden. Da kommt noch eine Überraschung für euch im nächsten Katalog. Legt euch schon mal einen Stift und ein Blatt Papier bereit, denn jetzt geht's los. Produktpakete kommen immer mit 10% Preisnachlass und die gelten auch bis zum Auslauf des Kataloges. Teilweise verlassen uns die Stempel und Stanzformen komplett oder aber sie sind nur noch separat erhältlich und nicht mehr für 10% Preisnachlass. Also wer noch unbedingt ein Produktpaket ergattern möchte, sollte das auf jeden Fall jetzt tun.
keine Sorge bei den Stampin' Blends. Die sind zwar jetzt alle als Auslaufprodukte gekennzeichnet, es gibt diese jedoch auch im folgenden neuen Jahreskatalog, nur halt mit anderen Artikelnummern. Einzig und alleine die In-Colors von 2018 bis 2020, die verlassen das Sortiment. Macht euch keine Sorgen bei dem Snail, denn diese gibt es im neuen Katalog als neue Variante und zwar in zwei verschiedenen Haftstärken. Wer gerne mit Kreisstanzen, egal ob mit Stanzformen oder Handstanzen arbeitet, der sollte auf jeden Fall jetzt zuschlagen, denn für die ausgelaufenen Kreisstanzen gibt es im kommenden Katalog keine Nachfolger. Wie ihr seht, verlässt uns die 3D-Prägeformplatte. Und das hat einen guten Grund, denn Stampin' Up! Hat für seine Kunden eine neue Stanz- und Prägemaschine entworfen. Ich kann noch nicht so viel verraten, aber was ich verraten kann ist, es wird platzsparend. Seid gespannt. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass das in keinem Bastelhaushalt fehlen darf. Ob die Stanz- und Prägemaschine bereits mit Katalogstart erhältlich sein wird, das weiß man jetzt noch nicht. Es wurde uns aber versprochen, dass es nicht wesentlich später werden soll. Bleibt also gespannt!